Hallo, wieder ist eine Woche rum und ich stehe hier in meinem Gurkenhaus. Ich habe auch Alice nochmal extra schön auf Abstand gerückt, dass es voll aussieht. Aber ich denke mal, nächste Woche hat sich das dann so ziemlich erledigt. Ja, gab es irgendwas Besonderes die Woche? Ja, vor allen Dingen wieder kein Regen, zumindest nicht genug. Wir hatten jetzt wirklich... Ja, es hat mal ein bisschen genieselt zwischendurch, aber das war nicht nennenswert. Aber es waren auch wieder warme Nächte, von daher konnte es wachsen. Für die nächsten Tage haben sie noch mal eine Kaltwelle angesagt. Aber die Nachrichtensprecher sind da immer sehr, sehr sensationslustig. Ich habe jetzt noch mal die Zahlen genau angeguckt, was jetzt so die Wetter-Apps sagen. Ja, vielleicht mal minus 1 Grad, 0 Grad. Mal so gegen morgen. Das tut uns eigentlich weh. Da brauchen wir uns eigentlich wenig Sorgen zu machen. Trotzdem habe ich so ein paar Vorbereitungen getroffen. Und da ich auch im Moment wirklich viel im Stresse bin, werde ich versuchen, dieses Video hier auch möglichst schnell zu produzieren, dass es eben wieder pünktlich online ist. Und von daher würde ich sagen, habe ich jetzt mal ein paar Videomemos nur wieder gemacht. Ganz kurz in der Gärtnerei und die werde ich jetzt abspielen und dann denke ich, ist das für diese Woche auch gewesen. Nächste Woche könnte es wieder etwas überschaubarer werden und dann, ja, da kann ich wieder mehr darum kümmern, noch mal ein bisschen zu zeigen, wie man mit den Pflanzen so umgeht. Immer noch, ich habe diese Woche geschafft, dass das Gurkenvideo da ist und dann werde ich versuchen, jetzt noch eins zu machen. Über den ersten Schnitt. Ja, und dann sag ich mal, los geht's. Hier in Zelt 1 kann man jetzt sehen, ich habe es geschafft. Die Dämme sind sauber und die Gurken das erste Mal verschnitten. Wir haben auch wieder ein bisschen noch an Höhe zugelegt. Und man merkt auch gleich, dass sie wieder mehr Gurken schieben, als wenn sie so viel Kraut haben. Die Begonien sind jetzt auch schön in der Blüte. Und wenn jetzt die nächste Kaltwelle vorbei ist, kann es auch auf dem Friedhofen losgehen. Hier drüben haben jetzt auch die Kürbis- und Zucchini-Pflanzen eine schöne Größe und die Einlegegurken für draußen. In meinem Tomatenhaus sieht man auch, dass die Pflanzen weniger werden. Hier drüben, das ist jetzt schon nur noch Sellerie und nach hinten ist schon sehr viel frei. Das Blumenhaus sieht zwar immer noch sehr gefüllt aus, tatsächlich aber haben wir schon einiges verkauft und durch das Ausputzen der Pflanzen und weiter auseinanderstellen haben sich die Lücken auch wieder geschlossen. Auch unser wilder Knoblauch hat eine Grundreinigung bekommen. Und bei unserer Gurkenpflanzung kann man sehen, da ist schon einiges an Längenwachstum jetzt dazugekommen. Und Snackgurken kann man ja im Prinzip mit der Pflanzung sofort ernten. Die Freiflächen sind jetzt komplett bepflanzt, bis auf eine letzte kleine Stelle. Und die Erdbeeren links im Bild, die sind auch abgedeckt, falls es jetzt wirklich noch mal kalt wird.
Zwiebeln sind schön gewachsen. Hier sieht man meine schönen trockenen Kartoffeldämme. Und wie erwartet, kann man auch noch keine Kartoffeln sehen. Das ist auch gut so, da jetzt noch ein paar kalte Nächte kommen sollen. Hier drunter haben wir letzte Woche die erste Radieschenernte im Freiland gemacht. Und diese Woche werden auch Salat und Kohlrabi noch folgen. Gut, erstmal Salat und dann noch eine Woche in Kohlrabi. Und wie das drunter aussieht, das habe ich auch mal festgehalten. Denn ich habe diese Woche auch noch geschafft, mal eine Grundreinigung auf diesen Flächen vorzunehmen. Und hier kommt dann der nächste Satz. Tja, in unserem Blumenhaus gibt es jetzt schöne Blumen, Bartnelken und Blumenkohl. Das sollte jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Dann kann ich hier den ersten Blumenkohl schneiden. Nicht lange heißt wahrscheinlich noch 2 Wochen. Auch der Freilandblumenkohl hat diese Woche seine Grundreinigung bekommen. Und dann bin ich guter Dinge, dass das auch was wird. Schön gewachsen ist er jedenfalls. Mein Probefeld mit Freilandfenchel hat ganz schön gelitten jetzt an den letzten sonnigen Tagen. Ich bin mir sicher, unterm Vlies, der hat es besser gehabt. Der hat auch bessere Erde als der hier. Ja, hier sieht man jetzt die Kuriosität meiner zweiten Erdbeerpflanzung. Ja, da sind Erdbeeren. Ich hatte auch vor zu mähen. Wohlgemerkt, ich habe hier rum schon 2-mal in diesem Jahr gemäht. Aber dieses Wildgetreide, was hier aufgeht, das ist sehr wüchsig. Ich werde aber die Maut hier verschieben und die kalten Nächte abwarten, da dies wie ein Frostschutz wirkt. Diese hohe Vegetation drumherum bietet den Erdbeerpflanzen hier Schutz und ich werde sie auch nicht weiter abdecken. Und wenn der Frost vorbei ist, dann fahre ich einmal mit dem Rasenmäher drumherum und dann sieht das auch gleich wieder ganz anders aus. Ja, das zweite Stück Zwiebeln wächst ganz ordentlich. Die äußere Reihe jedoch macht mir Sorgen. Ich denke mal, man kann es hier sehen. Das liegt sicher daran, dass die Katzen hier einen Trampelpfad gebildet haben und die Zwiebeln dadurch immer wieder gestört haben, sodass sie nicht richtig anwachsen konnten hier. Während man die anderen Reihen sehen kann, dass die in Ordnung sind. So tappt sich die eine äußere Reihe, die sie immer wieder geärgert haben. Ja, und mein zweites Stück mit Erbsen. Aber da brauche ich mir sicher keine Sorgen machen. Die machen auch meine kalte Nacht mit. Ja, von meinen in diesem Jahr überwinterten Chrysanthemen hat eigentlich nur eine Sorte sich schwer getan hier. Die anderen 3 stehen schön da. Und dann spare ich mir dieses hier eine Pflanze.
So, willkommen in Haus 3, dem Haus, wo Leben in der Bude ist. Ja, wir sind jetzt mit der Bepflanzung hier so gut wie fertig. Es fehlt nur noch der Gurkendamm. Die Pflanzen dafür stehen bereit, aber ich dachte, ich warte nochmal so die Kaltphase ab, da wir hier auch nicht heizen. Ja, man sieht, die Tomaten sind gewachsen. Sie werden oben in der Spitze immer grüner. Und ich habe auch die letzten Flächen hier Zucchini gepflanzt. Ja, der Strauch, der steht nun schon seit mehreren Jahren hier drinnen. Wird immer noch hin und her getragen. Die anderen werden noch ausgepflanzt. Das ist jetzt nur provisorisch. Und hier sieht man jetzt auch die Tröpfchenbewässerung. Das ist auch sehr einfach zu handhaben. Sieht, hier ist das Rohr, da knipst man ein Loch rein mit einer Lochzange. Und dann wird das alles nur zusammengesteckt. Das Schöne daran ist, man kann jetzt eben wirklich ganz genau die Pflanzen bewässern, die man möchte. Bei Pflanzen wie Zucchini, wo in große Abstände gefragt sind, ist das dann ideal. Ja, Mieze. So, das hier sind jetzt die Auberginen. Die sind ebenfalls an dieser Bewässerung. Und nochmal ein paar Zucchini. Die Stangenbohnen sind jetzt hier gepflanzt. Da werde ich dann in den nächsten 2 Wochen dann auch die Stricke entsprechend anbringen müssen. Aber da sieht man, hier oben drüber ist das Draht. Das ist dann relativ schnell gemacht. Der Kohlrabi kommt diese Woche noch raus. Und dann habe ich noch ein Stück, wahrscheinlich für Tomaten. Auch hier am Paprika kann man sehen, dass er jetzt oben drauf langsam dunkler aussieht, da ich die Pflanzen leider mit 2 hergestellt habe, aber nicht nochmal gedüngt habe vor der Pflanzung und sich die Pflanzung eine Woche verzögert hat, hat das ausgereicht, dass sie relativ hell geworden sind. Ja, hier ist eigentlich schön zu sehen, dass er oben drauf die Triebe jetzt immer grüner werden. Ja, und dann denke ich mal, schließe ich meine Ausführung für diese Woche ab und wünsche weiterhin frohes Schaffen.